Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie über die Samurai aus Wano Kuni und wie der Arc vorangehen kann. Wenn euch die Theorie gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben, einen Klick auf die Notification Bell und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und jetzt geht's los! In der japanischen Mythologie gibt es eine Legende über die 47 Ronin. Diese Legende ist so berühmt, dass es dazu sogar einen richtigen Spielfilm mit Keanu Reeves gibt. Und nein, ich habe ihn mir nicht angeschaut, ich schaue mir keinen Film an, keinen Samurai-Film zumindest, mit Keanu fucking Reeves. Aber hier trotzdem mal die Legende in einer kleinen Zusammenfassung. Japan in der Edo-Zeit. Samurai sind nicht mehr so wichtig wie früher. Das japanische Volk achtet mehr auf Etikette und Schönheit. Asano ist ein Fürst einer kleinen Provinz und muss ein halbes Jahr im Schloss von Edo verbringen. Anders als die anderen ist er eher rau, nicht so bedacht auf die Etikette und er ist ein Samurai. Er wird gezwungen von Kira, dem damaligen Zeremonienmeister, die Umgangsform zu lernen. Asano tut sich schwer und wird dafür von Kira immer vorgeführt. Irgendwann hat Asano genug und greift Kira an. Asano wird gefangen genommen und zum Seppuku, also dem rituellen Selbstmorden, gezwungen, welches er auch vollzieht. Seine Männer daheim hören diese Nachricht und sind sauer. Sie wollen sich dies nicht gefallen lassen. Oishi, Asanos engster Vertrauter, beruhigt die Menschen und sagt, man warte das Urteil der Shoguns ab. Doch der Shogun verteidigt Kiras Entscheidung. Dies bringt die Leute in der kleinen Provinz so auf, dass sie einen ausgeklügelten Plan entwickeln, wie sie Kira töten könnten. Denn diese 47 Leute sind Samurai. Doch wenn ein Samurai seinen Fürsten verliert, nennt man diesen herrenlosen Samurai einen Ronin. Ihr Plan dauert 2 Jahre, bis er vollzogen wird. Sie stürmen das Haus Kiras und töten diesen. Danach bringen sie seinen Kopf an Asanos Grab. Dies war ein Zeichen, dass die Ronin ihnen gerecht hatten. Danach begangen sie selbst Seppuku. So, wie kann man das Ganze nun mit One Piece verbandeln? Naja, wir haben einen Shogun. Kaido könnte die Rolle Kiras nutzen, obwohl nicht als Zeremonienmeister. Und so könnte das Ganze in etwa ausgesehen haben. Kaido suchte nach Oden, da dieser die Poneglyphe entziffern konnte. Er fand ihn auch, doch dieser verriet nichts. Kaido tötete daraufhin Oden. Wenn ein Fürst stirbt, wurde sein Clan früher sozial bis an den Boden herabgestuft. Der Kozuki-Clan ist somit momentan gar nichts mehr wert. Alle Samurai des Kozuki-Clans sind nun sogenannte Ronin. Bei den Samurai war es früher üblich, wenn ein Fürst getötet wurde, müssen seine Samurai bzw. Ronin, wie sie dann ab dem Moment heißen, diesen Fürsten rächen. Oftmals konnten Erben ihr Erbe erst dann antreten, wenn sie diese Rache genommen haben. Und somit hätten wir auch wieder Momonosuke dabei. Momonosuke kann nicht irgendwie der Shogun oder das höchste Tier von Wano Kuni werden, wenn er es nicht schafft, seinen Vater zu rächen. So werden es auch die Leute vom Kozuki-Clan handhaben. Sie werden versuchen, Kaido zu töten. Und insgesamt besteht die Bande, die den Strohhüten zur Seite steht, aus vielleicht genau 47 Ronins. Was haltet ihr von dieser Legende und was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.